Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Manuell. 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 Manuel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort manuell beschreibt etwas, das von Hand und nicht automatisch oder maschinell ausgeführt wird. Das Wort manuell beschreibt etwas, das von Hand und nicht automatisch oder maschinell ausgeführt wird. Das Wort manuell beschreibt etwas, das von Hand und nicht automatisch oder maschinell ausgeführt wird. Das Auto hat ein manuelles Getriebe. Das Auto hat ein manuelles Getriebe. Das Auto hat ein manuelles Getriebe. Das manuelles Getriebe, das Getriebe muss im Gegensatz zu einem Automatikgetriebe von Hand geschaltet werden. Manuelle Arbeit kann anstrengend sein, erfordert aber oft Geschick. Manuelle Arbeit kann anstrengend sein, erfordert aber oft Geschick. Manuelle Arbeit kann anstrengend sein, erfordert aber oft Geschick. Tätigkeiten, die von Hand erledigt werden, können körperlich anstrengend sein und erfordern häufig eine präzise Ausführung. Der Schreiner fertigt den Tisch manuell ohne den Einsatz von Maschinen. Der Schreiner fertigt den Tisch manuell ohne den Einsatz von Maschinen. Der Schreiner fertigt den Tisch manuell ohne den Einsatz von Maschinen. Der Tisch wird vollständig in Handarbeit ohne maschinelle Unterstützung hergestellt. In diesem Unternehmen werden die Daten noch manuell erfasst. In diesem Unternehmen werden die Daten noch manuell erfasst. In diesem Unternehmen werden die Daten noch manuell erfasst. Die Daten werden per Hand eingetragen, statt durch automatische Systeme erfasst zu werden. Die Uhr muss manuell aufgezogen werden. Die Uhr muss manuell aufgezogen werden. Die Uhr muss manuell aufgezogen werden. Um die Uhr in Gang zu setzen, muss der Träger sie von Hand aufziehen. Die manuelle Steuerung des Gerätes erfordert Übung. Die manuelle Steuerung des Gerätes erfordert Übung. Die manuelle Steuerung des Gerätes erfordert Übung. Das Gerät wird von Hand bedient, was Geschicklichkeit und Übung erfordert. Der Gärtner entfernt das Unkraut manuell, um den Boden nicht zu beschädigen. Der Gärtner entfernt das Unkraut manuell, um den Boden nicht zu beschädigen. Der Gärtner entfernt das Unkraut manuell, um den Boden nicht zu beschädigen. Das Unkraut wird von Hand gejätet, um den Gartenboden zu schonen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.